Ich werde Pokémon Legende Arceus durchspielen und das nur mit Shiny Pokémon. Und weil alle Starter Pokémon Shiny Locked sind, habe ich mir hier eine kleine Extra Challenge ausgedacht. Und zwar dürfen wir nur unser Starter Pokémon in Kämpfen benutzen, bis hin zum Axanthor Kampf. Ist das Bautz Shiny? Nee, Bautz ist leider nicht Shiny. Die Starter Pokémon sind leider Shiny Locked. So Leute, ich habe jetzt eine Idee. Wir werden jetzt so lange Ruhe-Out drücken, bis ich gleich zweimal angreifen kann. Siehste, er hat glaube ich verfehlt. Blattwerk nochmal. Ich glaube, ich könnte das jetzt actually gewinnen. Ich riskiere es jetzt, ich riskiere es jetzt. Ich bin dran. Oh mein Gott, wenn wir das geschafft haben, easy. Ja! Ja, dieser Kampf hat vorher eine Stunde gedauert. Nur mal so nebenbei. Let's go! Uwuwewewe, vielen lieben Dank für deinen Follow. Uwuwewewe, und willkommen bei den Yukis. Mein Name ist na Uwuwewewe. Oh nein, gegen Perla kämpfen. Oh mein Gott, das war's. Das war's. Damit habe ich nicht gerechnet. Das war's. Wir haben ein sehr großes Problem. Wir haben ein sehr großes Problem, Leute. Leaden wir mit einem Aeroas Kraft? Es wird sowieso zweimal angreifen, nachdem wir angegriffen haben. Warum sollen wir da nicht? Bitte Tank, bitte Tank, bitte Tank. Let's go. Let's go! Wichtig. So, Shiny Ponita wird das erste Shiny sein, Leute. Danach gibt's Mass Outbreaks. Boah, seht ihr, wie geil das, Alter, wie nice das einfach aussieht, ne? Bitte bleib drin, bitte bleib drin. Bleib drin. Shiny One beginnt jetzt. Ja! Let's go! Kann mir jemand sagen, wie Shaloka in Shiny aussieht? Werde ich das erkennen oder ist das quasi so auch nur so ein minimaler Unterschied bei Shaloka Shiny? Das erkennst du, ist es hellgolden? Ja, Bruder, dann erkenne ich das. Glut. Natürlich. Warum trifft Glut nicht? 100er Genauigkeit! Ah, seht ihr, wie lächerlich das ist? Bis jetzt immer noch kein Shiny bis jetzt. Immer noch kein Shiny, obwohl die Chance eigentlich sehr hoch ist, ne? Mir ist das, also ob jetzt Leute quasi sowas preisgeben, ist mir auch eigentlich voll egal. Weil ich schau mir, ist das schon, wenn ich mir jetzt ein Video YouTube... Ja! Let's go! Let's go! Speichern, ich muss speichern! GG. Let's go! Shiny! Kaching! Guckt euch mal das an. Oh mein Gott, wie schön das aussieht, ne? Oh mein Gott! Seht ihr, wie die Flügel glänzen? Seht ihr, wie die Flügel metallic goldig glänzen? Oh mein Gott! Wie schön sieht das denn bitte aus? Bitte machen Burn. Gib ihnen Burn. Bitte machen Burn. Machen Burn. Machen Burn. Oh, Dampfwalze! Ne, wir müssen leveln. Wir müssen leveln, Leute. Wir sind viel zu low. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein Shiny. Wir müssen uns heute auf jeden Fall noch ein Shiny besorgen. Egal was passiert, noch ein Shiny. Staralili! Staralili ist eigentlich gut in einem Outbreak. Ja, machen wir. Wir machen Staralili. Warte mal, kann ich den einfach verscheuchen? Ja, und dann spawnen neue, ne? Ich kann den verscheuchen. Geil, geil, geil. Ja! Oh mein Gott! Shiny! Nein! Niemals war das jetzt Shiny! Boah, wie brutal das ist gerade. Als ob wir gerade ein Shiny bekommen haben! Niemals! 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 Als ob wir so schnell ein Shiny bekommen haben. Wir brauchen einen Namen, Leute. Ute ist perfekt. Man ist immer so kurz noch einen Augenblick unbesiegbar, ne, wenn man eine Rolle macht. Man merkt das voll. Ah, ja moin. Ja, Mass Outbreak. Evoli! Evoli Mass Outbreak, let's go! Evoli Mass...
Evoli Mass Outbreak, Leute, let's go. Ich will kurz hier die ganzen Evolis verscheuchen. Damit gleich neue kommen, damit das Shiny kommt. Voll süß, Evoli! Ja, der hatte unten links an der Ecke ist halt Wasser jetzt, so ein Wasserschaden. Nee. Bidiza Shiny? Alter, ist das Bidiza Shiny? Shiny Bidiza. Als ob ich gerade ein Shiny Bidiza bekommen habe. Einfach Shiny Bidiza hier, Leute. Einfach ein random Bidiza Shiny. So, weg, ihr Süßen. Weg mit euch. So. Nein! Let's go! Let's go, let's go, let's go! Oh mein Gott, wie shiny das ist. Seht mal, guck mal, wie süß das aussieht. Wie shiny das aussieht. Oh mein Gott. Let's go. Und Verteidigung runter ist okay. Aber auf jeden Fall nach Tara, würde ich sagen. Können wir weiter shiny hunten? Geht das? Aquana shiny wäre nice. Oh mein Gott. Als ob. Niemals. Zwei Evolis shiny. Let's go. Keine halbe Stunde. Das war's komplett, Digga. Zwei Evoli Shiny. Let's go. Zwei Shiny Evolis. Krass, krass. Let's go. Oh, Mashok. Mashok gegen Papinella. Machen wir Windschnitt. Ne? Sollte, glaube ich, lecker Damage machen. Oh, fast ein One-Shot. Ah! Ah! Das haben wir natürlich rausgenommen, ne? Papinella muss auf jeden Fall ersetzt werden, also. Durch ein anderes. Angela. Boom! Gönn doch mal die Animation. Zack, Alter. Von. Boom! Nochmal ein Sturzflug. Komm. Shiny Lucario einfach schönste Shiny. Also, ich finde die schönste Shiny-Pokémon Glurak, Rayquaza, Nachtara und Metagross. Meiner Meinung nach die schönsten Shinies. So, wir machen Eissturm, weil Eissturm ist natürlich vierfach effektiv. Das sollten wir tanken. Auf jeden Fall. Aquana ist echt gut in diesem Run. Also Wasser-Pokémon generell finde ich gut in Legende Arceus. Vierfach easy. Wisst ihr was, Leute? Wir gucken einfach mal, welcher Outbreak zuerst kommt, oder? Was sagt ihr? Oh! Knospi! Ja, ich denke, ja, wir machen Dinge. Wir machen Roserade. Gengar in Shiny sieht halt echt wirklich gar nicht gut aus. Einfach gefühlt wie so ein normales Gengar. Genau wie Knackrack. Zack, 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 zack. Welcome back. So. Oh, let's go. Let's go, Leute. Da ist ein Shiny. Da haben wir das Shiny, Leute. Let's go. Let's go. Let's go. Wo ist das Shiny? Da. Da haben wir's. Da ist es, Leute. Da ist es. Shiny Knospi. Uso geht heute bestimmt wieder live, Uso. Ja. Let's go. Bam. Oh. Warte. Nee, du gehst nirgendwo hin. Du gehst nirgendwo hin. Bleib schön hier drin. Superball fertig aus. Passt. Let's go. Im schlimmsten Falle 4. Ab und zu aber auch nicht. Und die, die nicht da reinfliegen, die zerstechen. Oh mein Gott, let's go. Let's go, Digga. Let's go, Junge. Let's go, Alter. Let's go, wir speichern. So, kurz warten, bis der drin bleibt. Okay, nice. Da ist es, Leute. Gönnt euch das Shiny. Gönnt euch das... Alter, wie gut das aussieht. Wie krass gut das aussieht. Okay. Der Typ hat Mons, die können uns riechen. Also gefühlt alles von ihnen kann uns hops nehmen. Gefühlt alles. 61, er ist 20 Level höher. Er ist 20 Level höher. Mahlzeit, Gliski, was geht ab? Willkommen! Wie geht's dem, mein Boy? Verfehlt, natürlich verfehlt es. Ja, das war's mit Linda an der Stelle? Okay, einmal Finsteraura Tempo und einmal eine normale. Zack. Mir geht's hervorragend, Glinski. Wie geht's dir denn so? Mir geht's hervorragend, weißt du doch. Bam! Nachtara ist ein Biest!
Alter, Leute, nach Taras, unnormal. Chip Damage. Und jetzt machen wir noch einmal hier. Dreimal hintereinander angegriffen. Nach Tara ist so gut, oh mein Gott. Junge, vielen lieben Dank für die 2-Euro-Donation, Glitzki. Danke für deinen Support, Arino. Muah. Alter Falter, Glitzki, Junge. Vielen lieben Dank für den Support, my boy. Das sind so Sachen, die liebe ich einfach an Videospielen, wirklich. So kleine Sachen, so Kleinigkeiten. Wir haben einfach gegen Denboku gewonnen. Und das, obwohl wir sau underleveled waren. Obwohl wir richtig underleveled waren. Obwohl wir richtig hart underleveled waren. Mit 10 Level teilweise oder mit 20 Level sogar. Shiny Only One Finale. Scheiße. Ach, Zauberschein, komm. Top Geneso, guck mal, volle Ekelhafte. Ohne Kut hätte es gereicht. Meinst du? Ja, ich glaube auch. Autokorrektor, Bruder, fühle ich, ey. Scheiße, Alter. Egal, wir machen dann als Second Try. Oh, jetzt schläft Hilde. Ist das dein Ernst, Hilde? Von wegen du schläfst, du tanzt hier rum. Let's go, Lex, wie geht's? Willkommen. Mann. Ruckzucki war halt der entscheidende Faktor. Ich dachte, ich habe da kurz in dem Moment vergessen, dass Giratina Geist ist. Das sind so diese Momente, weißt du? Boah, Akani kriegt jetzt aber sowas von Dingens vierfach Dingens Aquaman ab. Mach das, Yo Senpai. Bis zum nächsten Stream, ne? Du weißt, Samstag, sonntags, 8 Uhr am Start. Easy, Junge. Oh, Tempo. Das kibbelt aber nicht. Stachler. Boah, dass Stachler Attacken wurden, ist auch so ungewohnt für mich, ne? Dass Stachler einfach eine Attacke wurde. Zweiter Versuch schaffen wir das. Let's go. Zweiter Versuch schaffen wir das. Heute einfach 4 Stunden am Start, Alter. So. Flammenwut. Das müsste auf jeden Fall rausnehmen, oder? Ja, doch. Doch, Flammenwut ist halt physisch, ne? Das schaffen wir jetzt. Ich schwöre, wir schaffen das, Leute. Easy. Panferno ist unnormal stark. Okay, der kommt rein, der macht Erdkräfte, ne? Da, ekelhaft. Das nimmt halt direkt raus. Kein Thema, Aquaman und Eissturm, easy. Easy. Schaffen wir. Eissturm, zack. Zweimal, ich kann sogar zweimal angreifen. Ich denke aber, einmal sollte sogar reichen. Guck mal, ich muss schon sagen, Knackack ist ein Biest, ne? Vierfach effektiv. Knackack ist halt ein richtiges Biest, ey. Ohne Scheiß. Lucario, okay, da müssen wir rausgehen. Protzer. So. Pokémon, wer hat eine gute Attacke für Lucario? Magieflamme? Gehen wir zu Linda raus, komm. Linda macht das. Lucario hat, glaube ich, nicht so gute Spezverteidigung. Oh, Kraft. Das nimmt uns raus. Das hat uns rausgenommen, auf jeden Fall. Scheiße. Danke für den Lurk, Lex. Danke für den Lurk, Carino, Mann. Wir müssen Ruffy wieder drin haben. Ruffy muss rein. Ich werde jetzt auch eher mich erst noch so ein bisschen hier aufstellen. So, er kann zweimal angreifen. Nahkampf tut halt weh, ne? Egal. Wir geben Panferno rein. Panferno kann Tempo-Hieb und dann noch eine Attacke wahrscheinlich gleich machen, ne? Safe. Panferno, du musst uns den Arsch retten, Bruder. Ableithieb!
Ich mach Ableithieb, oder? Tempohieb und dann kann ich. Ich mach erstmal Ableithieb. Ich mach Ableithieb. Ja. Besser ging's gar nicht. Besser geht's nicht, Alter. Besser geht's nicht, Leute. Besser geht's gar nicht. Wer kommt jetzt rein? Togekiss. Okay. Krafttechnik. Oh, das wird wehtun. Das tut sau weh. Von einem Togekiss tut das sau weh. Matschbombe mit Shirua. Togekiss. Was kann ich machen? Also ich kann einmal mich heilen. Mach ich auf Aquaman, komm. Kampf. Spukball. Spukball-Tempo. Matschbombe. Mach mal Matschbombe, komm. Matschbombe dürfte, glaube ich, killen sogar. Warlord, das beste Theme aus dem Spiel, fühle ich. Finde ich auch. Würde ich auch schon so sagen. Einmal, wir heilen uns jetzt mal kurz einmal mit dem hier. Oder wir heilen am besten Linda. Wisst ihr, warum ich Linda heile? Ihr werdet das gleich sehen, warum ich Linda geheilt habe. So. Okay, er kommt rein, Leute, er kommt wieder. Let's go! Mein Plan war es die ganze Zeit, dass ich Gardevoir hochheile. Weil ich glaube, Gardevoir müsste doch mit Mondgewalt richtig Damage draufhauen, oder? Auf Giratina Boy. Shirua müsste an der Stelle leider draufgehen. Gardevoir dürfte mit Mondgewalt richtig viel Damage machen, ehrlich gesagt, oder? Eigentlich schon. So. Mondgewalt. Mondgewaltkraft. Eine normale Mondgewalt. Macht gut Damage. Ein Drittel. Tanky. Boah, das hat doch wehgetan. Das hat wehgetan, Junge. Das hat wehgetan. Eissturm. Ich muss Shirua wiederbeleben. Shirua. Yami Marek, moin Meister, wie geht's? Willkommen. Übrigens, Leute, ne? Wenn ihr diese ganzen Challenges sehen wollt, Ausrufezeichen YouTube. Da könnt ihr die ganzen Challenges wieder sehen. Ausrufezeichen YouTube. Und joint auch gerne unserem Discord-Server. Dankeschön, Kio. Zitrobeere ist ja wichtig, ich schwör's euch. Zitrobeere sind wunderbar wichtig. Auf Shirua. Shirua dürfte, glaube ich, den rausnehmen dann. Das war's mit Aquana. Okay. Alter, Kio, dankeschön dafür. Warum kannst du schlafen, Kio? So, Shirua dürfte eigentlich rausnehmen. Jetzt eine Frage an euch. Spukball? Oh, warte mal, ich kann zweimal angreifen. Zweimal Spukball? Warte, Angriff mit eiskalten Schauerregen. Hass, wodurch das Ziel eventuell Frostband erschadet. Doppelt so stark, wenn das Ziel Statusproblem hat. Niedertracht, ne? Niedertracht. Ich gehe für Niedertracht. Ich gehe für einmal Niedertracht. Frostbrand. Nein. Spukballkraft. Müsste rausnehmen. Ja! Es nimmt ihn raus! Nice! Okay. Es hat ihn rausgenommen. Ehren-M6. Let's go, wir schaffen das jetzt. Okay, er macht Drachenklaue. Tut weh. Er greift nochmal an. Nicht schlimm. Wir dürfen jetzt auch zweimal angreifen mit Nachtara. So, oh Nachtara, du komm, du.
time to shine. Okay, Leute, wir machen das zusammen. Wir drücken alle eins, okay? Let's go. Tankt das? Mein süßes Nachtara. Ich tank nochmal ein. Kraft, Finsteraura. Jetzt brauche ich eure Kraft. Ich will jetzt eins in dem Chat sehen. Wenn ihr dran. Wenn ihr beliebt, dass jetzt Finsteraura Kraft ihn rausnehmen wird. Eins in den Chat nochmal. Nachtara braucht eure Energie. Ah! Let's go. Okay, Finsteraura Kraft. Nachtara. Bitte, du warst so ein gutes Pokémon. Bitte schaff das jetzt hier. Let's go. Genkidama. Es war gut mit den Giratina. Let's go. Ja. Mit einem Crit. Wir haben Pokémon Legenden Arceus durchgespielt. Und das nur mit Shiny-Pokémon.